So, jetzt hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout London hier bei mir auf dem Kanal. Ich mache es mal ins Bild für euch. Ich mache ins Bild. Das klingt falsch. Ich mache natürlich erstmal ein Bild für euch, nicht? Ich mache ins Bild. Letzte Folge haben wir ja ausgelockt, kurz vorm, also in der U-Bahn-Station Richtung Bank, glaube ich, wollten wir. Ja, die schon durchgeguckt. Oh shit. Ah, fuck. Ah. Scheiße. Ah, aua. Muss man ein Stimpack drauf. Ah, das gibt einen Clip. Mann, das wollte ich jetzt gar nicht. Kann ich irgendwas essen noch? Ich glaube, ich müsste bestimmt noch ein Fuchssteak haben oder sowas. So. Ich hoffe, damit habe ich jetzt alle Bomben entschärft. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Bombenentschärfung mal einfach. Und so weiter und so fort. Wir haben die alle umgebracht. Da waren wir hinten schon gucken. Das weiß ich. Dann gehen wir es mal weiter jetzt, würde ich sagen. Der Seesack ist schon leer. Haben sie verbrannt hier oder was soll das sein? Vergoldenes Sturmfeuerzeug. Wahrscheinlich ja. Mr. Bojangles. Oh nein. Ja, das muss sein. Das ist einfach zu scary, diese scheiß Äffchen. Ekelhaft. Machen wir einen Screenshot. Hier den haben wir alle schon erschossen. Ich habe auch keinen mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass mein Inventar kackenvoll ist. Ich hätte vielleicht mal schnell wegreisen sollen. Und abliefern. Zu Hause. Da ist eine fette Kiste. Okay, machen wir mal auf. Es geht so schnell neuerdings mit dem Dings. Das ist kaputt, glaube ich. Aha, hier heißt das Ding Haarklammer. Und wenn ich hier die benutze, ne, dann heißt es Bobby Pin. Aber ich habe geguckt, es ist im Originaldateien ist es auch so. Hier ist gepolstert, behandelt Lederrüstung. Kurze Kampfschrotflinte. Das hört sich gut an. Kampfschrotflinte ist bestimmt mit automatischen Patronen Dingern. Hier, ich brauche Waffen. Hier, Waffen. Kurze Kampfschrot. Ja, siehst du, das meine ich. Doppelläufige und kurze Kampf. Dasselbe Schrot. Und die Doppelläufige hat 65, 55, irgendwas Schaden. Und die hat 50. Dann nehmen wir die aus mal jetzt. Hätte ich gar nicht mehr. Doch, doppelläufig. Hier ist sie. Auf der 6. Wow. Nice. Die gibt es, glaube ich, so auch nicht bei Fallout 4. Die behalte ich mal. Das ist gut für Nahkampf. Die Tür ist unzugänglich. Wahrscheinlich der hässlichen Reifen hier. So, wir müssen weiter auf jeden Fall. Ich denke mal hier lang. Da ist irgendwas gespannt. Die macht Spaß auf jeden Fall, die Schrotflinte. Aber wir nehmen. Muss man das Ding? Das Ding? Disgusting. Also ekelhaft. Wow. Das hat zum Glück nicht richtig gestanden, um uns zu treffen. Was ist das für ein Areal hier, Mann? Bank of England. Ah, alles klar. Wir sind durch den Untergrund quasi durch die U-Bahn sind wir in die Bank of England. Ach, das ist der Eingang, alles klar. Haben sie zugemacht, wahrscheinlich den Rest. Das macht sogar fast Sinn in der Stelle. Ich mache mal einen kleinen Schnitt, damit das nicht so lange dauert, die Ladezeit für euch. Außerdem konnte ich dann mal ganz heimlich einen Schluck Kaffee trinken. Das ist ja eigentlich auch gut. Für mich zumindest. Ihr könnt die ganze Zeit Kaffee trinken. Euch beobachtet niemand beim Spielen. Let's do this. Boah, jetzt habe ich beinahe abgedrückt, ne?
Ja, los, komm, Franzose. Bist du ready? Yes, I'm ready. Klamotten brauchen wir nicht. Bank von England. Schutzhütte entsperren. Warum geht denn das so schnell jetzt mit dem Aufmachen? Wird das nicht gelevelt und nix, gell? Ist das irgendwas kaputt, glaube ich. Wow, wo ist der? Disgusting. Okay, da muss man rein, aber wir gucken uns mal schon ganz schnell um hier. Und ich finde das echt voll scheiße, dass wir nicht die ganzen Sachen mitnehmen können. Eine Schutzhütte. Habe ich noch nie gesehen. Gibt es die wirklich in England? Wer das weiß, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Von uns? Oh, sorry. Das tut mir leid. Okay, den haben wir. Guck erstmal schnell durch. Eigentlich nehme ich nur Munition und Dings mit. Das tut mir selbst in der Seele weh. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mal schnell nach Hause reise und das heimlichen Schnitt mache. Kurz nach Hause reise. Und dann wieder herreise. Ich meine, macht das Sinn? Wir hätten einen Punkt hier auf jeden Fall, denke ich mal. Ein Reisepunkt zumindest. Wir brauchen ja die ganzen Materialien, ne? Das ist halt echt schwierig. Ich habe auch keine Lust, dann irgendwann mal heimlich looten gehen zu müssen. Weil wir nicht mehr genug Materialien haben. Eigentlich kriegst du ja alles über das Spiel, habe ich so gedacht. Geht aktuell nur um Glasfaser und Kristall. Die Sachen braucht man für diese ASM-Sensoren und dann können wir ja wieder Industrie aufbauen. Und da kommt ja wieder genug Ressourcen rum. Wie sieht das Gewicht aus aktuell? Ja, fast voll. Ist echt Schmutz. Wir müssen ja alles liegen lassen. Der von uns? Ja. Aber wir können da nochmal herkommen dann, nach der Quest. Wir können nach der Quest nochmal herkommen. Und die ganzen Leichen, die verschwinden ja, glaube ich, nicht. Wow. Nehme ich mal alles mit, das brauchen wir. Biometrische Scanner, die sind nicht so, so frei, die sind selten, sag ich mal. Okay, dann lassen wir bei der Quest bleiben jetzt. Haben schon 10 Minuten wieder gespielt und nicht so viel gemacht. Aber gut, es gehört halt auch dazu, ne? So, da gehen wir mal da drüben rein. Das ist ein Telefonzeller, wir brauchen so eine blaue, ne?
eine Mobbyzelle, so eine Verkehrspolizeizelle da, was weiß ich. Notrufzelle, so. Bank von England. Bank of England. Nice, kleiner Schnitt. So, wir sind schon drinne. Da bewegt sich irgendwas. Vielleicht nicht so schlau, wenn ihr die ganze Zeit rumballert. Scheiße, ich kann nicht mehr tragen. Eieiei. Hier weg. Fußballoutfit brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Weiß nicht, ich würde gerne mal gucken hier, ob irgendwie. Da kommen welche. Okay, wir brauchen Schlüssel von der Bank of England. Sind überall Tresore. Seltsame Notiz. Edward F. Dilling. Oktober 2077, Bank of England. Zahlung an den Orden von Cary O'Cleave. In Höhe von 42.000 britischen Pfund. Füllen Sie das genau aus. Unterschreiben Sie es und bringen Sie es mir, sonst werden Sie Amalia nie wiedersehen. Keine Polizei. Okay. Das ist eine Amalia. Die Schlüssel haben bis jetzt immer alle rumgelegen hier. Unzugänglich. Okay, hier scheint es kein Schlüssel zu sein, Osma. Ich suche den Schlüssel und mache euch auf, Jungs. Massenweise verbrannte Bücher nützen uns also auch nichts. Tresore alle leer. Aber gut, was hast du erwartet, ne? Das hat mich bei Fallout 4 schon immer gewundert. Es sind Jahrhunderte vergangen. Und hier kannst du immer noch irgendwelchen Loot in irgendwelchen Schränken finden. Ich meine, so ein Mensch an sich sammelt schon ein bisschen Zeug an, ne? Über Dauer, über der Zauber der Zeit. Oh, shit. Aber nicht so viel, sag ich mal. Was ist das? Morse-Telegramm. Wow! Riesenkakerlake. Brandstifter Maschinenpistole. Maschinenpistole des Brandstifters. Steckt das Ziel in Brand, versucht 15 Schaden. 15 Brandschaden, Dotschaden. Ist ja geil. Munition 9mm. Schön. Nehme ich. Nehme ich nicht. Bekleidung. Kleidung besser kaufen bei Kick. Ist echt scheiße, dass ich alles wegschmeißen muss. Kurz nochmal die Waffen. Brandstifter. Na, wo ist er? Hier. Finde ich nicht so schlecht. Mache ich mal auf die. Na, die 6. Und die kurze Kampfstoßwende. Auf die 1 einfach mal. Eine Golduhr und eine linke Hand. Ekelhaft. Nächt-Outfit. London Electronics. Okay. Okidoki. Tickets. Nicht schlecht. 39 Tickets. Dann nehme ich auch mit. Hier sind haufenweise Telefone. Ich weiß nicht. Ich nehme mal ein Telefon mit. Ich will mal kurz was gucken. Inventar. Verschiedenes. Schrott. Das ist sicherlich Telefon, oder? Das Stahlschaltung. Ja, gut. Ne, das nützt uns nichts. Es gab mal so eine Mod, da hast du drauf geguckt. So, jetzt gucke ich jetzt wieder drauf. Und da wurden die Kredenzien angezeigt. Leider gibt es das hier, glaube ich, nicht. Wir gehen mal hier nach oben.
Von der anderen Seite geschlossen. Brauchen immer noch die Bank, den Gewand des Pfarrers. Ach, der gehört zu uns, oder? Oh shit. Das sind deine Freunde? Ohne Erdbeere, das ist gut. Melone, ist das der Hut oder die Essbare? Sind das die zwei Typen? Echt? Sind die in Luft geflogen? Okay. Hier kann ich aufmachen. Ich weiß nicht, was mit dem Schlosserknacken kaputt ist jetzt hier. Hier ist Munition. Aber leider noch kein Schlüssel. Der wird schon irgendwo hier rumliegen, denke ich mal, der Schlüssel. Hat er eigentlich immer so auf irgendeinem Tisch gelegen, der Schlüssel. Einfach so frei öffentlich. Also bei den letzten Begebenheiten, wo wir waren. War das so? Die Tür ist unzugänglich da drüben. Nach oben ging es also auch nicht, ne? Ne, das ging auch nicht nach oben. Hier war nur die Toilette. Toilette gab es keinen Durchgang irgendwie oder sowas. Hier ging es wieder raus. Da geht es ganz raus. Wie gesagt, die Tür ist unzugänglich. Die ganzen Leichen hier, oder was ist denn passiert? Die haben ja alle keinen Loot, die Leichen hier. Ich könnte mir vermuten, dass einer von diesen Leichen noch den Schlüssel hat. Und wir den unter den Leichen finden müssen. Ah ne, das habe ich da gerade weggeschmissen vorhin. Lederrüstung habe ich auch weggeschmissen. Also das ist es nicht. Feuchtigkeitscreme, Umschlag. Ordner. Da liegt ein Buch. Eine Bierflasche. Ich kann nicht mehr rennen. Wegen einer Bierflasche. Das passt ja wieder. Wenn wir durch sind, nehme ich nie wieder Klamotten mit. Das ist so sinnlos, weil die am Ende eben wegschmeißt. Im Moment ist unser Gewichtswert einfach noch zu niedrig. Ach, ich wollte gerade sagen, da liegt der Schlüssel dahinter, aber das ist nicht. Das war er nicht. Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Wie viele Gegner da sind, ne? Habe ich vielleicht irgendwo hier einen Punkt? Eine Lokalkarte vielleicht? Die Questen waren noch nie so schwer, dass du es nicht findest. Muss doch irgend so eine Knallschule den Schlüssel gehabt haben hier.
Komm, geh mal raus, Mann. Scheiß Franzose. Also nicht Person, der Franzose per se, sondern nur der eine. Schade, dass unsere Leute tot sind. Auch sie sind durch diese Sprengfalle gelaufen, die Knallköpfe. Da kann ich denen auch nicht helfen, ohne Witz. Tja, ey. Mensch, Franzose. Ich mal ein bisschen Kaffee. So, da bin ich wieder. Mal einen Schluck Gedenkkaffee getrunken. Da können wir noch alles nochmal absuchen. Die Treppen machen mich halt so ein bisschen. Bisschen wuschig, ich weiß. Ging's hier eben auch schon lang? Die Tür habe ich aber nicht. Bin ich so doof? Waren wir ja schon drinne? Hier ist ein Tresor oder sowas. Hey. End of the line. So, war das Geräusch gerade? Ja. Abschaum. Ob so der Franzose stirbt nicht. Alter. Ohne Witz, das war jetzt reinster Zufall hier. Proteindose. Erdbeere. Nachher kannst du gern behalten. Und das ist so ein Flammenwerfer-Geschütz. Ich suche jetzt mal das Klo schnell. Schon ein paar Mal auf dem Klo Stimpaks gefunden, ganz ehrlich. Und Stimpaks kann ich mir ja nicht entgehen lassen, weil die Spiele sind echt wenig Stimpaks. Mensch, Franzose, warum stehst du einfach nur immer im Weg, Mann? Immer, jedes Mal, du stehst nur im Weg. Da ist auch nichts dabei. Hier ist eine Waffenwerkbank. Wir könnten gleich mal was zerlegen. Das sind alles so Tresorräume hier, ne? Ach, während des Kampfs kann ich nicht. Okay. Aber hier kann ich jetzt gleich noch zerlegen. Das ist gut. Das werden wir auch machen. Okay, komme ich jetzt raus, wenn ich das wollte. Mensch, da schiebt er mich auch noch. Also dieser Franzose, gell? Ist ein ganz schlimmer Begleiter, muss ich sagen. Das geschafft, ja? Nice, hat's umgelegt. Shit. Da ist noch einer. Die Knarre ist ja echt nicht schlecht. Jetzt steh nicht wieder im Weg, Junge, ich sag's dir. Aber wir haben den Schlüssel immer noch nicht gefunden. Kann aber wahrscheinlich schon da in dem Areal sind, wo wir eigentlich hin müssen.
The fuck was that? Entschuldigung, dass ich jetzt mal Runde ruhig war. Aber ich versuche gerade, mich darauf zu konzentrieren. Dass wir nicht andauernd sterben. Und. Kann ich immer nicht glauben. Achso, 47. So, 41. That worth nothing, genau so ist es. Ah, guck mal, da ist der Schlüssel. Nice. Oh, Alter, was ist mit der Tür? Ah, alles klar, hier unten sind unsere Kameraden, die liegen da im Dreck. In Stückchen. Jetzt sind wir hier oben. Ich verstehe. Ich glaube, da wäre ich. Noch mal eine Geheimfolge machen. Und alles wegluten hier. So, muss kurz den Stimpack drücken. Ich hab doch gerade nachgeladen, was ist los? Ah! Mit ihrem Dreck immer hier. So, wir gehen mal auf die 1. Mensch, lad doch mal nach. Ey, meine Fresse. Es dauert manchmal, bis der nachlädt. Oh, Fusionszellen. Ich werde auf jeden Fall irgendwann brauchen. Ich glaube, ich werde heimlich nochmal wiederkommen und die alle abluten hier. Irgendwie zwischen den Folgen oder ja, am besten dann, wenn ich hier mit der Aufnahmesession. Ich mache jetzt 2 oder 3 Folgen, wollte ich jetzt machen noch. Ja, damit das halt die Woche weitergehen kann. Und ja, dann. Ja, wir warten ja noch auf den. Oh, wie viele noch? Meine Fresse. Wir sind bei 29 Minuten. Ich glaube, ich werde an der Stelle mal hier ein kleines Päuschen machen. Muss ich mal ein bisschen verschnaufen. Jetzt stellen wir uns mal hier hin und essen mal was. Unterhalten uns mal kurz mit den Franzosen. Und ja, sonst werden die Folgen so lange und das möchte ich dann aber allerdings auch nicht. Darum sage ich jetzt einfach mal an der Stelle, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge in London.